Sawadee krap, liebe Thailand-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion im Rahmen des B1-Kurses. Khodot krap. Hallo? Krap? Oh. Silko put you krap. Chai krap. Oh. Wann nie, mai wang krap. Mai wang, mai wang. Pom gam lang tam video hai website krap. Krap. Ja, so oder so ähnlich hört sich das an, wenn die Thais telefonieren. Natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber ich freue mich und begrüße dich jetzt nochmal herzlich zu dieser Lektion hier. Eine sehr lehrreiche Lektion, denn im Alltag telefonieren wir durchaus sehr häufig. Sei es nur mit Freunden oder mit der Familie, beziehungsweise auch wenn wir telefonisch irgendwo einen Termin vereinbaren wollen. Erfahrungsgemäß kann so ein Gespräch ja in unendlichen Variationen und auf unendliche Art und Weise verlaufen. Wir haben aber versucht, in zwei Teilen dich bestmöglichst auf dieses Szenario vorzubereiten. In diesem Teil hier, in Teil 1, beginnen wir damit quasi ein kleines Warm-up, indem wir uns anschauen, wie läuft das eigentlich so mit der Begrüßung am Telefon, mit der Verabschiedung, wie frage ich nach jemanden oder wie kann ich zum Beispiel auch eine Nachricht hinterlassen, wenn mal jemand nicht zu Hause bzw. nicht in Reichweite sein sollte. In Teil 2 dann wird es sehr spannend, denn da schauen wir so ein bisschen auf wichtige Phrasen, die man so für während eines Telefonats braucht. Und das Tolle daran ist, dass du diese auch abseits vom Telefonieren, ja, also auch ganz normal im Alltag in Gesprächen mit anwenden kannst. Und das Highlight dann später in Lektion 2 sind sicherlich wieder die Hörspiele und das dazugehörige Wissensquiz. Falls du schon so ein bisschen neugierig bist und mal rausfinden willst, wie gut du jetzt schon Thai verstehst, dann kannst du gerne mal schon vorspringen zu Teil 2, ja, und hörst schon mal rein in die Hörspiele und kannst mal überprüfen, was du schon so aus dem Stegreif ohne Vorbereitung alles verstehst. Du kennst das Spiel, ich begleite dich wieder mit mehreren Videos durch die Lektion und wünsche dir jetzt viel Freude und Erfolg beim Bearbeiten.